Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Wer jetzt denkt, wie sieht denn der aus? Interessiert mich nicht, so sieht man aus, wenn man gearbeitet hat. Und manchmal überkommt es mich halt, die Videos zu machen. Und dann ist es mir wurscht, wie ich es aussehe. Wer damit ein Problem hat, ist sein Problem. Die Frage ist doch, raffen die meisten von es euch wirklich erst, wenn es kracht? Ich komme nicht mehr mit. Jetzt muss ich was sagen hier. Trump twittert, erste Kriegserklärung per Twitter quasi. Was für irre Zeiten. Und dann rufen doch Politiker jetzt sogar auf. Lieber Olaf Müller, ich finde es ja gut teilweise, was du machst, aber jetzt Konserven anlegen und sich bevorraten. Hey, wenn es kracht, dann helfen ein paar Konserven auch nicht mehr. Aber muss denn so eine Situation, muss denn jetzt vielleicht ein Feeling her bei vielen, wo denken, oh, jetzt wird es bald passieren, keine Ahnung, bevor man mal drüber nachdenkt, was läuft denn hier falsch? Und ich bring's einfach nochmal kurz und knackig auf den Punkt. Das Einzige, was uns aus diesem ganzen Dreck hier rausbringt, ist, wenn wir wieder Gemeinden und Regionen werden, die sich selbst autark selbst versorgen mit Wasser, Ernährung, Energie. Und ein eigenes Geldsystem. So, die sich auch selbst verwalten, wo man die ganzen Politiker-Schwafelköpfe nicht mehr braucht. Muss es denn wirklich so weit, muss es erst krachen, bevor man merkt, oh, das nützt ja gar nichts, dass ich jetzt beim Großkonzern mir für 2 Wochen Essen gekauft habe, nach 2 Wochen ist es all und dann. Aber wenn ich als Gemeinde, als Gemeinschaft wieder da bin, die füreinander da ist, die weiß, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Strom, wir haben unser eigenes Geldsystem, mit dem wir unsere Dienstleistungen austauschen. Dann können sowohl die Politiker, die ja nur Hampelmänner von Konzernen sind, als auch die Konzerne beschließen, was sie wollen. Und wenn sie Krieg machen wollen, sollen sie doch Krieg machen. Die meisten werden überleben, wenn die Menschen in Gemeinden, Regionen autark sind und sich selbst versorgen. So, das soll dabei nicht der Hauptgrund sein, nicht aus Angst, oh, wir müssen jetzt zusammenfinden. Es ist schade, wenn es so ist. Aber gesamtgesellschaftlich betrachtet sind wir dabei, uns als Menschheit auszurotten, ökologisch auf so vielen Ebenen, dass das, abseits vom Krieg, dass es einfach nur vernünftig wäre, zu sagen, wir gliedern uns wieder in die Natur ein, anstatt hier alles kaputt zu machen. Und da ich das, ich weiß nicht, wie oft schon gesagt habe, will ich das mal nutzen hier dann gerade. Vielleicht kommt es ja jetzt einfach mal eher an, weil manche Leute so ein Feeling haben, oh, um Gottes Willen. Nutze ich das mal gerade, um euch mein neuestes Lied vorzustellen. Das nennt sich 1000 Generationen. Vielleicht rüttelt das ja den einen oder anderen wach. Auf. Ich will ja gar nicht hier bekehren, predigen, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich konzentriere mich hauptsächlich darauf, in meinem Leben so gut zu machen, was ich kann. Und das sollte jeder machen und zusammenfinden, sich mit den Leuten, wo man wohnt. Das ist der Weg raus aus dem ganzen Mist. In unserer Hand, was kommt? 1000 Generationen leben. Es liegt in unserer Hand, was kommt? Massensterbe wie Fliegen. Es liegt in unserer Hand, was kommt? Massensterben wie die Fliegen. Es liegt in unserer Hand, was kommt? 1000 Generationen. Was wir brauchen, ist ein Anliegen, das die Menschheit neu verbindet. Ein gemeinsames Anliegen, das unsere Ausrottung verhindert. Wird es nicht Zeit, genau hinzusehen, was wir tun und was wir treiben? Wird es nicht Zeit, endlich einzusehen, nur wenn wir anders leben?
können wir bleiben. In unserer Hand, was kommt, tausend Generationen leben. Es liegt in unserer Hand, was kommt, Massen sterben wie die Fliegen. Es liegt in unserer Hand, was kommt, Massen sterben wie die Fliegen. Es liegt in unserer Hand, was kommt, tausend Generationen. Könnte das sein, das uns noch hilft, das uns alle verbinden kann? Es könnte das sein, das uns noch hilft, wo jeder sagt, da muss ich mit dran. Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer dieser kleinen blauen Kugel? Statt schneller, weiter und noch höher, Liebe bewahren und auch Ruhe. In unserer Hand, was kommt, tausend Generationen leben. Es liegt in unserer Hand, was kommt, Massen sterben wie die Fliegen. Es liegt in unserer Hand, was kommt, Massen sterben wie die Fliegen. Es liegt in unserer Hand, was kommt, tausend Generationen. Sein Potenzial erkennt, auf dieser Erde Schöpfer zu sein. Wenn jeder Mensch das Potenzial erkennt, die Erde ist unser einziges Heim. Zu tun haben wir vieles, aufzuräumen, neu aufzubauen. Wir können bewirken so vieles, wenn wir uns so trauen. In unserer Hand, was kommt, tausend Generationen leben. Es liegt in unserer Hand, was kommt, Massen sterben wie die Fliegen. Es liegt in unserer Hand, was kommt, Massen sterben wie die Fliegen. Es liegt in unserer Hand, was kommt, tausend Generationen Frieden. Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer dieser kleinen blauen Kugel? Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer dieser kleinen blauen Kugel? Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer dieser kleinen blauen Kugel? Wie wär's mit Hüter statt Zerstörer? Dieser kleinen blauen Kugel.